Hallo, mein lieber Steinbock. Wir schauen heute in das AE Weight Tarot und zwar für deinen Mai 2023. Was bringt denn der Mai für unsere schönen Steinböcke? Ich hoffe natürlich, du likest dieses Video und dass du vielleicht auch ein Abo auf dem Kanal hinterlässt. Das Abo ist natürlich für dich völlig gratis. Deine erste Karte, der Hierophant. Der Hierophant ist die Karte vom Stier. Das heißt, die Energie des Stiers ist für dich sehr wichtig im Mai. Und das macht ja auch Sinn, denn der Stier hat ja dort Geburtstag. Wie kann denn der Steinbock am besten diese Stierenergie im Mai nutzen? Aha, wir haben hier eine 5 der Münzen. Warum ist die 5 der Münzen da, bitte? Wir haben einmal 7 der Münzen, Page der Schwerter und Rad des Schicksals. Okay, und kriegen wir noch eine Karte für den Steinbock im Monat Mai? Gibt es noch etwas Wichtiges, was der Steinbock wissen müsste? Gibt es noch etwas Wichtiges für den Steinbock im Mai 23? Offensichtlich nicht. Dann sehen wir uns das mal an. Also, das Wichtigste ist die Stierenergie. Die Stierenergie, das, also vielleicht hast du einen Stier um dich herum, das kann natürlich sein, das kann ein Partner sein, ein Boss, ein Familienmitglied, ein guter Freund, der Stier ist. Oder aber diese Karte hat zu tun mit Verträge unterzeichnen. Ja, vielleicht unterzeichnet der eine oder andere von euch einen Arbeitsvertrag, einen Mietvertrag, vielleicht sogar einen Ehevertrag im Mai. Ja. Diese Karte kann sehr oft zusammenhängen mit Hochzeiten. Ja. Vielleicht heiratet ein paar von euch oder vielleicht seid ihr auf einer Hochzeit eingeladen. Oder es gibt sozusagen langfristige Verträge oder Abmachungen. Das heißt, zum Beispiel, was weiß ich, wenn ihr vorübergehend eine Pechsträhne bezüglich des Geldes habt und ihr müsst vorübergehend zu euren Eltern ziehen, dann wäre das eine langfristige Vereinbarung, die ihr mit den Eltern trefft. Ja? Ihr sagt, okay, für ein paar Monate oder was auch immer oder Wochen bin ich bei euch. Ja? Also man trifft hier Vereinbarungen für eine längere Zeit, also nicht nur etwas für einen Tag oder für 10 Minuten, sondern für längere Zeit. Und manchmal hat diese Karte auch den Einfluss, dass man hier mit Autoritäten zu tun hat. Das kann sein, Institutionen wie Ämter oder die Kirche oder so irgendwas. Und diese Institutionen, die sind oft sehr rigide in ihrer Handlungsweise. Das heißt, die haben einen sehr, sehr eng gespannten Handlungsspielraum. Da gibt es eben so ein Regelwerk, an das sich die Leute da halten müssen. Und das ist dann immer schwierig. Ja? Also ich habe so das Gefühl, du möchtest aus diesem Regelwerk ausbrechen, findest aber keinen richtigen Weg hinaus. Allerdings sind da drauf 2 Schlüssel. Ich hoffe, ihr seht das, da unten sind die gekreuzten Schlüssel. Das heißt, es gibt sehr wohl einen Weg hinaus, aber da sitzt eben diese Person drauf. Ja? Das heißt, der Weg ist sozusagen verdeckt, weil da jemand drauf sitzt mit in einer Machtposition. Ja? Also ihr habt da irgendwie so ein bisschen ein Problem durchzukommen bei einem bestimmten Amt oder bei einer bestimmten Institution, ja? Mit eurem Willen, mit eurem Anliegen, eurem Ansuchen sozusagen. Ja? Und das kann etwas mit Geld zu tun haben. Ihr könntet vielleicht dorthin gehen und ansuchen beim Amt um eine gewisse Vergütung, um eine gewisse Summe Geld. Und ihr fühlt euch da sehr abgewiesen. Ja? Ihr habt das Gefühl, dieses Amt, diese Regeln da, die lassen mich nicht durch. Ich komme da nicht an das, was ich eigentlich bekommen sollte. Ich kriege nicht das, was ich verdiene. Ich fühle mich da ausgeschlossen. Ja? Manchmal ist das auch, dass eine bestimmte große Konzern oder Firma euch sagt, ja, sie haben sich bei uns beworben, aber wir nehmen sie nicht. Ja? Also man fühlt sich ausgeschlossen von einer größeren Institution. Ja? Und man hat hier das Gefühl, dass es zu Unrecht passiert. Ja? Also man hat das Gefühl, dass das sollte eigentlich nicht so sein. Jetzt habe ich auf diese Karte gefragt, ja, was ist denn da los, worum ist denn das da? Und dann kamen diese 3 Karten. Ja? Auf der einen Seite hast du das Gefühl, du müsstest da hingehen und sozusagen
Ja, du hast zuerst einmal zu lange, nicht zu lange, aber du hast lange gewartet. Ja, du hast lange sozusagen diesem Amt Zeit gelassen, auf dein Ansuchen zu reagieren. Ja, du hast gewartet und gewartet und hast dir gedacht, na, irgendwann werden die schon reagieren und mir sagen, ob ich jetzt das Geld kriege oder nicht oder ob ich jetzt den Job kriege oder nicht. Und du hast das Gefühl, ich habe gewartet und gewartet und gewartet und ich habe mir die Füße in den Bauch gestanden und jetzt ist immer noch nichts. Ja? Also du hast immer noch das Gefühl, da kommt nichts, da ist nichts, irgendwie werde ich da nicht so behandelt, wie ich sollte. Und schön langsam weckt das in dir die sozusagen den Heldenmut. Ja? Schön langsam hast du das Gefühl, so, jetzt nehme ich aber mein Schwert und gehe da mal hin und spreche da mal ein ernstes Wörtchen mit jemandem. Ja? Also so von der Attitüde her, von der inneren, bist du schon ein bisschen mehr kampfeslustig jetzt. Ja? Du hast jetzt schon genug von der Warterei, sozusagen dein Geduldsfaden ist schon am Ende und du möchtest jetzt endlich Nägel mit Köpfen machen. Du möchtest jetzt endlich wissen, was ist da los, du möchtest da Antwort. Und du ziehst sozusagen hinaus und sagst zum Beispiel, ja, ich nehme mir jetzt einen Anwalt oder so. Ich nehme mir einen Anwalt und lasse den einmal an dieses Amt oder diese Institution schreiben, was ist denn da eigentlich los, wieso komme ich da nicht durch? Ja? Also du nutzt jetzt die Macht, die du hast, ja, und du hast hier ein Schwert in der Hand, das heißt, das kann repräsentieren deine eigene Kraft, dass du selber vielleicht im Recht nachgelesen hast, in den Rechtsschriften, ja, in den juristischen Schriften, was kann ich denn da tun dagegen? Vielleicht hast du dich erkundigt, was weiß ich, bei einem anderen Amt, wie zum Beispiel der Arbeiterkammer oder irgendwo, so wo du Rechtsinformationen eingeholt hast, wo du gesagt hast, okay, ich schaue jetzt einmal, dass ich zu meinem Recht komme und ich informiere mich und wenn ich diese Informationen gesammelt habe, dann gehe ich mit dem dahin und werfe das denen einmal vor die Füße und schaue, was dann passiert, ja? Und das Gute daran ist, das Glück ist auf deiner Seite. Das ist das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals hat zu tun mit Karma. Das heißt, diejenigen, die in der Situation etwas Ungutes oder Bösartiges oder Hinterlistiges getan haben, werden ihr Karma zurückbekommen. Und diejenigen, die in der Situation ungut behandelt wurden und denen Unrecht getan wurde, die werden ihr positives Karma zurückkriegen. Ja? Dieses Rad des Schicksals, das kannst du dir so vorstellen, dass sich das ständig dreht. Ja? Einmal ist sozusagen der eine auf der Butterseite, einmal ist der andere auf der Butterseite, dann wieder der eine, dann wieder der andere. Ja? Also es kann nicht immer so sein, dass sozusagen immer die ihren Willen kriegen und ihre Macht über dich haben. Ja, irgendwann muss diese Negativsituation auch einmal enden. Und dann, da sieht man dann, aha, the tables are turning sozusagen, wie die Amis so schön sagen. Hier wendet sich dann das Blatt. Ja? Und dann kommen die Dinge in deine Gunst. Ja? Also man sieht dann, du gehst wirklich in die Offensive, du hast das Warten satt, das sieht man ganz deutlich, du gehst in die Offensive und das Glück ist auf deiner Seite. Ja? Jetzt werde ich noch schauen, was da für ein Outcome rauskommt in diesem Monat im Mai für dich. Was kommt da für ein Outcome raus für den Steinbock bitte? Wie endet diese Situation? Was kommt dabei heraus? Dankeschön. Wir haben Ritter der Kelche und Königin der Stäbe. Na, das schaut doch super aus. Die Königin der Stäbe ist eine Siegerin, eine richtige Siegertype, ja? Eine, die sozusagen triumphiert, die sitzt auf ihrem Thron, die hat Führungskräfte, die hat Macht, die hat Power und vor allem die hat jede Menge kreative Ideen, die sprüht vor Ideen, ja. Und an ihrer Seite dieser wunderbare Ritter der Kelche, sehr romantischer, lieber Kerl, ganz, ganz schön für die Liebe, ja. Ich habe euch ja gesagt, dass Hierophant manchmal auch Hochzeit bedeuten kann. Das heißt, es kommt vielleicht der eine oder andere zu euch und sagt, ja, ich möchte um deine Hand anhalten oder ja, ich möchte mit dir in einer Beziehung sein, gehen wir vielleicht auf ein Date. Also schaut für die Liebe sehr sehr gut aus, ja. Und hier ist auch wunderbar dieses Pärchen, ja. Also die zwei, die passen sehr gut zusammen, weil er hat sehr viel Liebe zu geben, sehr viel Einfühlungsvermögen und sie ist eine sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, eine kreative und auch, ja, heißblütige Person, ja, jemand mit Feuer, jemand, der sich nichts sagen lässt, jemand, der auch ein bisschen eine gute Intuition hat, ja, die Katze hat einen sechsten Sinn, die hat Fähigkeiten, Dinge wahrzunehmen, die man nicht sieht als normaler Mensch, und das hat diese Person da, ja, also hier haben wir ein sehr schönes Outcome, zwei Menschen sind miteinander glücklich, vielleicht hat es hier tatsächlich sogar zu tun mit einer Sache wie zum Beispiel, man möchte sich eine Hochzeit leisten, aber aus irgendeinem Grunde sagt irgendein Amt stellt sich quer, so nach dem Motto, nein, bei uns geht das leider nicht, weil der Partner hat die falsche Religion oder irgend so irgendwas. Ja. Also das sind so Sachen dazwischen kommen, wo ihr das Gefühl hattet, das funktioniert nicht. Ja. Vielleicht hat auch diese bestimmte eine Kirche, wo ihr heiraten wolltet, eben nicht den Termin frei gehabt, wo ihr wolltet, ja. Wo es geheißen hat, na, ihr müsst leider ein Jahr warten oder so. Also das sind so Situationen, wo man sagt,
Man hat da wirklich lange, ist man außen vor gehalten worden, man kam nicht zu dem, was man wollte, aber man endet eben dann mit einer sehr, sehr machtvollen Position und sehr glücklich auch, ja, miteinander. Also das schaut positiv aus, vor allem mit dem Rad des Glückes, ja, das ist einfach, das Glück ist auf deiner Seite und das Blatt wendet sich und zwar zum Positiven, ja, da ist man dann nicht mehr in dieser fünfter Münzenenergie, sondern da ist man schon ganz woanders, ja, weil hier ist man der Ausgestoßene und hier ist man in der Machtposition und sitzt auf dem Thron, ja. Also das ist natürlich ein super, super Tarot. Ich wünsche dir einen ganz schönen Mai und bis bald. Tschüss!